Herzlich willkommen zur dritten Folge Gysi und Späth, live aus der Lounge im Leipziger Hauptbahnhof. Unser Thema heute, Deutschland sucht das Wirtschaftswunder. Von Wirtschaftswunder keine Spur, auch nach der Kanzlerrede. Vielmehr hat man den Eindruck, alle Parteien sind nach der Wahl jetzt in der Wirklichkeit angekommen und die ist düster. Steigende Arbeitslosigkeit, keine ausreichenden Finanzen, Sparen an allen Ecken. Es wird ernst in Deutschland und wir müssen sehen, wie wir weiterkommen. Darüber werden wir heute Abend diskutieren. Meines Erachtens können wir Reformen nicht ausschließlich zu Lasten der Rentnerinnen und Rentner, der Kranken und der Arbeitslosen machen, so wie es der Kanzler vorgeschlagen hat. Und außerdem frage ich mich, wo blieb in seiner Rede der Osten? Kein einziger Reformvorschlag, um die gewaltigen Wirtschafts- und Arbeitsmarktprobleme im Osten Deutschlands zu lösen. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass der Kanzler den Osten kaum erwähnt hat. Aber das zeigt eben die Hilflosigkeit. Ich weiß nur nicht, ob die Opposition echte Alternativen hat. Das werden wir heute Abend sehen. Und vielleicht fragen wir einfach mal unsere Zuschauer, den Mann auf der Straße. Vielleicht hat er die Lösung. Na, als erstes Arbeitsplätze schaffen. Jetzt sofort in Deutschland die Steuern. So viel dazu. Senken. Senken. Das müsste angegriffen werden. Also bis im Sommer muss das alles stehen, sonst können wir doch vergessen. Positiv ist aber, dass sie gesagt haben, hier, dass sie das Arbeitsamt und das Sozialamt zusammenlegen, damit es nicht immer so ein Schummel wird. Also ich denke mal, dass man nicht nur bei Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern einsparen sollte, sondern vielleicht mal auch darüber nachdenken sollte, ob die Rentner nicht auch ein Opfer bringen müssten. Was würde ich machen? Jugend fördern. Ich sage wirklich Jugend, das ist eigentlich das Rückgrat. Ich würde Familien fördern. Also die Leute, die Geld verdienen, die haben alle Vergünstigungen. Aber die, die eh schon ein geringes Gehalt haben, also denen wird wirklich noch alles weggenommen. Und das ist ehrlich gesagt eine Sauerei. Ich würde zuerst verhindern, dass die Menschen mehr Geld im Portemonnaie haben. Dafür gibt es ja die Politiker. Aber die wissen eben auch nicht ein und noch ein, noch aus. Und das ist, ich weiß nicht, irgendwie fehlen da kompetente Leute. Ja, die Politiker, Herr Schlauch. Ich begrüße Rezzo Schlauch, den kompetenten Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und Mittelstandsbeauftragten der Bundesregierung. Was war jetzt mit der Kanzlerrede? War das jetzt das neue Wirtschaftswunder beschrieben in Deutschland oder ist es eher ein Offenbarungseid gewesen? Weder noch. Ich glaube, das war sehr konkret benannt, das, was geschehen muss. Und mir hat eine Stimme, die ich aus dem Off gehört habe, in diesem Vorspann gut gefallen. Das muss stehen bis Sommer, denn sonst können wir es vergessen. Ich glaube, dass alle notwendigen Veränderungen ganz klar benannt worden sind. Arbeitsmarkt, die Frage der Reform der sozialen Sicherungssysteme und auch natürlich, das ist ja etwas untergegangen, die Frage des, wie immer man es auch nennen will, Investitionsprogramms in Höhe von 15 Milliarden Euro. Und wenn auch gesagt worden ist, der Osten hat gefehlt, dann kann ich dazu sagen oder will ich dazu sagen, ich glaube, dass das, was der Kanzler benannt hat, sozusagen gleichermaßen für Ost und West gilt. Und ich will wirklich hier auch mal zum Ausdruck bringen, dass ich der Meinung bin, dass die Pflöcke für den Osten, jetzt mal abgesehen von Feinjustierung, weitgehend eingeschlagen sind. Wir haben einen Solidarpakt mit nach wie vor 10 Milliarden Euro pro Jahr. Wir haben die Investitionszulage bis Ende 2004. Wir haben 40 Mal so viel Aufwendungen pro Arbeitslosen für Weiterqualifizierung wie beispielsweise vergleichsweise im Westen. Wir haben, was die Verkehrsinfrastruktur angeht, nahezu die Hälfte der Gesamtaufwendung ausschließlich für die Verkehrsinfrastruktur in den neuen Ländern. Etwas später kommen. Gut, vielleicht. Also deshalb, ich glaube, es sind die Pflöcke da eingeschlagen und ich glaube,
wir sollten und wir müssen, das müssen wir bringen, das ist unsere Bringschuld, wir müssen das jetzt realisieren und dann sollten wir, glaube ich, mit Selbstbewusstsein in ganz Deutschland an die Arbeit gehen. Wir haben noch einen weiteren Gast. Ich begrüße ganz herzlich Cornelia Pieper, Generalsekretärin der FDP und Landesvorsitzende der FDP in Sachsen-Anhalt. Frau Pieper, bevor wir uns über die Analyse streiten, also den Weg, den der Kanzler vorgeschlagen hat, wenn ich das mal zusammenfasse, sagt er, das Arbeitslosengeld wird drastisch zusammengestrichen. Patienten sollen zuzahlen, wenn sie zum Arzt gehen und sich für Krankengeld selber versichern. Bei Rentnerinnen und Rentnern schlägt er vor, auch die Rentenformel zu verändern, was ja bedeutet, die Renten zu senken, zumindest den Anstieg von Renten zu senken. Auch bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern beim Kündigungsschutz wird gelockert. Eigentlich doch alles Forderungen der FDP. Warum waren Sie nicht zufrieden, sondern haben ihn schwer kritisiert? Also, dass ich darüber meckere, ist ja normal, aber dass die FDP darüber meckert, verstehe ich gar nicht richtig. Also, hier meckert ja keiner, Herr Gysi. Sie unterstellen uns etwas, was nicht stimmt. Ich habe ja in bester Welle gehört. Aber vielleicht darf ich mal sagen, wenn ich Herrn Schlauch so reden höre, habe ich so den Eindruck, hier fließt Milch und Honig in diesem Land und alles ist tutti paletti. Und das bei 4,7 Millionen Arbeitslosen. Die Gewerkschaften reden schon von 5 Millionen in diesem Jahr. Und das beim schlechtesten Wirtschaftswachstum in Europa. Wir sind der größte Schuldenmeister. Vieles andere mehr. Wir sind hier in einer Region, da gibt es mehr Gewerbeabmeldung, mehr Firmenpleiten als Unternehmensgründung. Es entstehen keine Arbeitsplätze und genau das ist der Punkt. Man braucht jetzt eine Politik, die Arbeitsplätze, Rahmenbedingungen schafft, dass Arbeitsplätze entstehen im Mittelstand. Und dafür hat der Kanzler keine Reformrede gehalten. Wenn man wirklich den kleinen Mittelstand, das Handwerk fördern will, dann muss man zuerst im Steuerrecht dafür sorgen, dass die kleinen mittelständischen Firmen, das Handwerk, gleichgestellt werden mit den großen Kapitalgesellschaften. Die rot-grüne Bundesregierung hat 50 Milliarden Euro durch die letzte rot-grüne Steuerreform in die Kapitalgesellschaften, die großen Konzerne gepumpt, aber nicht in den kleinen Mittelstand. 90% der Firmen hier in Leipzig sind kleine Firmen mit 5 bis 10 Beschäftigten. Die schaffen hier die Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze. Dazu wären die Reformvorschläge vom Kanzler sicher nicht beitragen. Nur noch mal die Frage, die Kürzung bei Arbeitslosengeld, Zuzahlen von Patienten, Rentenformel ändern, Lockerung des Kündigungsschutzes, diese Vorschläge vom Kanzler, finden die nun die Zustimmung der FDP oder nicht? Also ganz klar, wir brauchen eine Deregulierung im Arbeitsrecht und im Sozialrecht. Wir wollen, dass Menschen nicht lange abhängig sind von Sozialtransfers, vom Staat, sondern dass sie wieder mündig werden, selbstständig, dass sie eine Arbeit finden. Und dazu müssen die Finanzmittel, die wenigen Mittel, die man hat, verwendet werden. Es gibt nicht so sehr im Osten Deutschlands, das sage ich hier ganz deutlich, hier fehlen wirklich Arbeitsplätze, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze. Es gibt auch viele in diesem Sozialsystem, die dieses System als Hängematte sich aussuchen. Und ich finde, ein junger Mensch, der gesund ist, dem eine Arbeit angeboten wird, der muss einfach auch seine Pflichten kennen und muss dann diese Arbeit annehmen, hat dann keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld, Sozialhilfe. Es muss Fleiß belohnt werden und es darf nicht Faulheit belohnt werden. Jetzt gehen wir ein bisschen konkreter. Jetzt sind wir doch mal völlig einig, dass eine Sache unstrittig ist, dass Leute, die arbeiten können, arbeiten sollen. Richtig. Dass vor allem junge Leute arbeiten sollen und dass wer nicht arbeitet, kriegt vom Staat weniger, damit er richtig arbeitet. Dafür sind die Weichen gestellt. Bis jetzt gibt es ja noch keinen Gesetzentwurf. Ja. Also wir haben eine Rede vom Kanzler gehört, aber Frau Pieper, die Gesetzentwürfe werden früh genug kommen. Frau Pieper, wenn ich Sie höre, muss ich wirklich sagen, so falsch kann der Kanzler nicht gelegen sein. Wenn die FDP, wenn die Handwerker, wenn der Herr Hund als Arbeitgeberpräsident, wenn die meckern, wenn die kritisieren und gleichzeitig die Gewerkschaften kritisieren, dann kann ich sagen, also offensichtlich sind die Zumutungen nach beiden Seiten verteilt und das ist richtig. Und zum anderen halte ich überhaupt nichts davon und das ist eigentlich einer wirtschaftspolitischen Diskussion nicht angemessen. Nach wie vor diese Geschichte klein gegen groß auseinanderdividieren. Ich kann Ihnen nur sagen, die Kleinen, von denen Sie sprechen, um die wir uns kümmern müssen, für die wir die Bedingungen verbessern müssen, die existieren nur und sie können nur existieren. Und das sieht
sieht man, wenn man beispielsweise Strukturen von Baden-Württemberg mit Strukturen im Osten vergleicht. Wo sind die Strukturen am besten? Dort, wo die Kleinen sozusagen neben ein paar großen Playern eine breite Struktur haben. Und das ist der Punkt. Und deshalb bringt dieses Klein gegen Groß überhaupt nichts. Weil Sie jetzt gerade Baden-Württemberg sagten, in der Tat, in Baden-Württemberg wird eine vernünftige Mittelstandspolitik gemacht durch den dortigen Wirtschaftsminister Walter Döring. Die leben nicht von der vernünftigen Mittelstandspolitik, aber die leben von der gemischten Struktur. Es gibt doch hier nur noch wenig Industrie, Herr Schlauch. Ich gebe Ihnen ja recht, zur neuen Bundesländer dass Industriekerne natürlich dazu beitragen, dass der kleine Mittelstand das Dienstleistungs so, das ist ja hier leider weg. Zu den neuen Bundesländern kommen wir noch. Aber Herr Schlauch, Sie haben gesagt, in alle Seiten, in alle Richtungen gleichmäßig ausgeteilt. Das sagt der Kanzler auch zu Beginn seiner Rede. Aber es tut mir leid. Alles, ich habe jetzt konkret von den Reaktionen gesprochen. Ja, naja, Hund ist ja schon fast doch wieder auf die Bundesregierung zugegangen. Ich kann nur eins sagen. Saniert wird auf Kosten der Arbeitslosen, der Kranken, der Rentnerinnen und Rentner und zum Teil auch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wo ist denn unser Beitrag? Was müssen wir hier zum Beispiel zu dieser Reform leisten? Was müssen Leute leisten, die noch besser verdienen oder die ganz Reichen? Die Einkommenssteuer, der Spitzensatz wird gesenkt. Zinsabschlagsteuer wird auch gesenkt bei 25%. Bisher war es nämlich einkommenssteuerpflichtig. Vermögenssteuer ist nicht wieder eingeführt. Es tut mir leid, ich finde das Ganze sehr, sehr einseitig. Wenn man eine Reform will, warum werden dann immer nur dieselben zur Kasse gebeten und dieselben geschont? Und das bei einer Regierung von SPD und Grünen. Da kann ich ja gleich eine Regierung von CDU, CSU und FDP. Der Herr Kollege Gysi hat natürlich einen Hang, das zu sagen, was alle wünschen. Nämlich, wir brauchen die Reform, ohne die kleinen Leute zu treffen. Also reformieren wir endlich mal die Großen. Die Großen haben nur den Nachteil, dass sie Auswege haben und dass sie die weitlich nutzen. Deshalb macht man das gar nicht. Ja, Entschuldigung, Sie wissen ja, wie das geht. Nicht? Aber das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Also er weiß es, die Kollegen wissen das. Mich würde jetzt mal interessieren, ob Sie denn ernsthaft glauben, dass, wenn wir das alles gemacht haben, was der Kanzler vorschlägt, Deutschland in einer schwungvollen Wirtschaftsentwicklung ist. Das interessiert mich eigentlich. Also ich persönlich glaube das nicht. Gerade hier für die Region, für Mitteldeutschland, für den Osten Deutschlands brauchen wir Investitionen, damit Arbeitsplätze entstehen. Da werden die Reformchen, die da vorgeschlagen worden sind, sind ja kleine Tippelschritte. Wer leistet die Investitionen, die Politik oder die Wirtschaft? Ich will mal ein Wort dazu verlieren, was Herr Gysi gesagt hat. Wer muss seinen Beitrag leisten? Sollen es nur die sozial Schwachen sein oder sollen es nicht auch die Großen sein? Ich finde, wir haben in Deutschland auch in der Vergangenheit viel zu lange über unsere Verhältnisse gelebt. Es ist verteilt worden an die, die nicht wirklich sozial bedürftig sind, zu Lasten derer, die wirklich auch von Sozialhilfe, ich sage jetzt mal Stichwort Alleinerziehende, abhängig sind und sonst nicht überleben können. Und deswegen brauchen wir dringend, nicht nur deswegen, sondern auch wegen der gesamten Bevölkerungsentwicklung, gerade wenn man an das Rentensystem denkt, brauchen wir dringend Reformen. Und das wird die FDP im Bundestag und im Bundesrat auch unterstützen. Bloß die Reformen, die wir angesprochen haben, die finden ja nicht statt. Die Steuerreform ist verschoben worden, die ja gerade die kleinen Bürger entlastet hätte. Warum, Frau Kollegin? Warum? Sie hätten sie nicht verschieben müssen. Wir hätten also die Aufarbeitung der Schäden, der Flutschäden, hätten wir auch über andere Wege finanzieren können, indem man bei Subventionen und Ausgaben im Haushalt. Also Flutkatastrophe ist das eine Problem. Aber jetzt hören wir uns doch mal an, was hat denn der Bundeskanzler zum Osten gesagt? Ich habe schon gesagt, es war wirklich nicht viel. Aber das eine, was er gesagt hat, das wollen wir uns jetzt mal anhören. Wir werden speziell in Ostdeutschland für eine Übergangszeit noch einen zweiten Arbeitsmarkt brauchen. Übrigens nicht nur in Ostdeutschland, das gilt auch für andere besonders benachteiligte Regionen. Ich akzeptiere nicht, dass Menschen, die arbeiten wollen und können, zum Sozialamt gehen müssen, während andere, die dem Arbeitsmarkt womöglich gar nicht zur Verfügung stehen, Arbeitslosenhilfe beziehen. Ja, also den zweiten Arbeitsmarkt werden wir im Osten nach wie vor brauchen, auch in anderen strukturschwachen Regionen, das sehe ich genauso, obwohl ja dort auch drastisch reduziert werden soll. Und nun mein Problem, wenn wir zum Beispiel das Arbeitslosengeld kürzen,
insbesondere bei über 55-Jährigen, von der heutigen Maximalgrenze von 36% runter auf von 36 Monate runter auf 18 Monate. Was hilft denen das? Wir haben doch einfach zu wenig Arbeitsplätze in Ostdeutschland. Wir haben eine Arbeitslosigkeit, die ist doppelt so hoch. Ich habe keinen spezifischen Vorschlag gehört, wie man dieses Problem im Osten lösen will. Und dann schicken wir sie letztlich doch nur zum Sozialamt, wenn wir ihnen kein Arbeitslosengeld mehr geben. Denn sie werden mir doch recht geben, sie kriegen doch heute mit 60 und dann noch im Osten keinen Job mehr. Das ist doch geradezu eine Illusion, zu glauben, dass die noch zu vermitteln wären. Gut, auf der anderen Seite glaube ich, dass es schwierig ist und dass es da auch sozusagen eine Entwicklung gegeben hat, dass die Arbeitslosengeldleistung einfach zu lange gewährt wird. Weil damit natürlich auch man sich, das kann ich auch niemandem verdenken, das ist vollkommen klar, man richtet sich auf eine solche lange Frist ein, man wird damit natürlich auch weniger motiviert, sich um eine Arbeit zu kümmern, und deshalb finde ich das einen richtigen Weg. Aber, und wenn wir sagen, dass wir eben gerade im Osten, dass wir gerade da sozusagen die aktive Arbeitsmarktpolitik, also Qualifizierung und den zweiten Arbeitsmarkt in erster Linie und vorrangig aufrechterhalten wollen, dann gibt es zwischen diesen beiden Systemen dann für meine Begriffe genügend Möglichkeiten zu switchen. Aber Herr Schlauch, jetzt kommen wir doch mal zum Kern. Arbeitsplätze im Osten. Wir reden da von den jungen Leuten, die nicht arbeiten wollen. Wir reden von den Leuten, die da an die Kandare genommen werden müssen. Wir reden vom zweiten Arbeitsmarkt. Die Realität ist, dass die jungen Leute hier weglaufen, weil wir keine qualifizierten Arbeitsplätze anbieten können. Das ist doch unser Problem im Osten. Und deshalb... Wenn Sie da jetzt diese 15 Milliarden anbringen, nicht? Also ich habe mal 2 Milliarden richtiges Geld vorgeschlagen im Wahlkampf, dann hat die SPD gesagt, ist nicht zu finanzieren. Jetzt habt ihr die 15 Milliarden finanziert wie folgt. Da wird ein Kreditprogramm bezuschusst, Aufwand für den Haushalt, 250 Millionen im Jahr, über 4 oder 5 Jahre ist 1 Milliarde. Das sieht aus mit den 15 Milliarden hochgepumpt. Jetzt kriegen die Leute verbilligte Kredite. Die haben doch nicht mal das Eigenkapital im Osten. Und ich möchte gerne mal wissen, ob der Osten wieder mit dem Bau, das haben wir schon einmal falsch gemacht, jetzt machen wir wieder im Bau. Ich möchte gerne mal wissen, was macht die Regierung, um hochtechnologische Arbeitsplätze nach Ostdeutschland zu bringen. Dies ist der Kern, wenn der Osten vorankommen will. Und weiß das die FDP? Ja. Ich wollte erst mal sagen, Herr Späth, ich gebe Ihnen recht, diese zinsverbilligte Kredite, also dieses 15-Milliarden-Programm, das ist ja ein Programm, was sich zum Teil auch die Kommunen gar nicht mehr leisten können. Die wenigsten Kommunen, erst recht nicht in Ostdeutschland, können noch einen Kredit aufnehmen. Nee, richtig. Und so hoch sind die Zinsen, die ich bei meiner Hausbank zurzeit kriege für einen Kredit, auch nicht. Also das kann das Problem an sich nicht lösen. Richtig. Ich glaube, dass Sie einen wichtigen Punkt angesprochen haben. Das Pfund, was wir im Osten haben, ist die Forschung und Entwicklung, sind Hochtechnologien, sind Wissenschaft, Forschung, genau, hervorragende Institute, die sich sehen lassen können, die Weltspitze sind Wissenschaftler, leider nicht genug. Es gibt ja die Berechnung, dass auf 1000 Einwohner im Westen 4 Wissenschaftler kommen, im Osten nur 1 Wissenschaftler auf 1000 Einwohner, in Japan sind es 8 Wissenschaftler auf 1000 Einwohner. Wir können aber gerade mit der Förderung von Forschung und Entwicklung Zeichen setzen. Jetzt sage ich Ihnen mal, was die Bundesregierung gemacht hat im Haushaltsplan 2003. Ich bin selber Forschungspolitikerin und habe ein großes Interesse daran, dass gerade auch der Osten hier mehr gefördert wird mit der Grundlagenforschung mit Großgeräten. In Europa wird über Standorte für die Grundlagenforschung mit Großgeräten entschieden. 975 Millionen sind vorgesehen, 25 Millionen Euro sind nur in den Osten geflossen. Wenn man sich für die Neutronenspallationsquelle eines der Großgeräte entschieden hätte, hätte man hier einen Aufschwung gerade für Mitteldeutschland erreicht. 7000 richtig.
Tausende von Wissenschaftlern aus Wann der ganzen die Welt, die hierher kommen würden. Die, Bundes- ja, die Bundesforschungsministerin hat gesagt, sie lehnt das Projekt ab aus finanziellen Gründen, aber wir müssen Prioritäten setzen. Richtig. Wenn die Bundesländer Sachsen und Sachsen-Anhalt, die auch nicht mehr Geld haben, auch ihre Haushalte konsolidieren müssen, einen Haushaltstitel einstellen für dieses Projekt, aber die Bundesregierung denkt noch nicht mal drüber nach, kann ich nur sagen, der Osten ist von Ihnen aufgegeben. Ja, also zwei Probleme, also, Herr Schaus, Sie sollen jetzt Stellung nehmen. Sie sollen jetzt Stellung nehmen. Wir haben hier im Osten, eben drei Probleme. Das eine ist, dass die jungen Leute weggehen. Das zweite ist, dass die Arbeitslosigkeit bei 20% liegt. Nein. Das dritte ist, dass ältere Arbeitslose nun überhaupt gar keine Chance auf einen Arbeitsplatz haben. Und jetzt machen sie Investitionen, die per Kredite finanziert werden sollen, die sich die Kommunen gar nicht leisten können. Wo bleibt die Investitionspauschale für Infrastruktur, Wissenschaft und Forschung? Herr Gysi, Sie wissen ganz genau, und Herr Späth, ich glaube, ich habe aus ganz früheren Jahren bei Ihnen Politik gelernt und also was wir hier machen. So viel Geld, wie wir gemeinsam in Baden-Württemberg für Forschung ausgegeben haben, das müsst ihr jetzt machen. Aber was wir hier machen, was wir hier machen, ist, dass wir uns gemeinsam in den Keller reden. Und wenn wir uns gemeinsam in den Keller reden, dann hocken wir auch im Keller. Da hocken wir schon. Also, wenn wir im Keller hocken, dann sollten wir raus aus dem Keller. Richtig. So. Jetzt haben wir's. Und ich glaube schon, und das blenden Sie völlig aus, das habe ich vorhin einführend gesagt, Sie blenden völlig aus, dass nach wie vor auf ganz hohem Niveau Solidarpakt 1, Solidarpakt 2 fließt. 10 Milliarden Euro im Jahr und die Länder, Frau Kollegin, und die Länder sind alle autonom, sozusagen, wie sie dieses Geld verwenden. Der Bund sagt nicht, was sie mit dem Geld machen sollen. Das heißt, sie können das investieren, was sie investieren wollen. Damit nicht genug. Auch die Forschungsgelder fließen zu einem sehr viel höheren Teil verhältnismäßig in den Osten als in den Westen. Verkehrsinfrastruktur fließt zu einem sehr viel höheren Teil in den Osten wie in den Westen. Etc. etc. Das können Sie nicht. Projekte der deutschen Einheit sind von der rot-grünen Bundesregierung auf den Abstellgleis geschoben worden. Warum dauert denn der ICE Wenn Sie Ihre Verantwortung in Ihren Ländern nicht wahrnehmen und wenn Sie das ausblenden, dann ist es Ihr Problem. Dann ist es nicht das Problem des Bundes. Sie müssen miteinander zu sprechen, damit man Sie beide versteht. Euch hochwohlöblichen. Alles in Ordnung. Ich will gar nicht sagen, dass nicht im Osten hohe Infrastrukturinvestitionen in Verkehrsbereichen, in anderen Bereichen gekommen sind. Ich frage nochmal zurück. Wir reden über die Chancen der jungen Generation. Die junge Generation hat von der Breite der Autobahn nur beschränkt etwas. Und von den Zügen auch. Die junge Generation hat ein einziges zentrales Problem. Und das heißt, Deutschland wird erfolgreich als Hochtechnologieland. Und wenn Sie jetzt die Osterweiterung sehen, da werden uns die ganzen Arbeitsplätze wegbrechen im niedrigen Lohnbereich, weil wir dort eine niedrige Wertschöpfung haben. Also müssen wir ein Wissenschaftsland werden. Und jetzt kommt das Thema Helmholtz. Alle Großforschungseinrichtungen sind zu 90% Bundesfinanzierung in den alten Ländern. Und außer Berlin ist keine Großforschungsanlage in Ostdeutschland. Und gehen Sie mal nach Aachen, warum die so erfolgreich sind, nach Stuttgart, nach Karlsruhe, nach Darmstadt und Sie stellen plötzlich fest, nach Hamburg und nach München, dass die großen Wachstumsbereiche dort entstehen, wo die Großforschung ist. Das heißt, wo 3.000, 4.000 junge Forscher beieinander sind. Und jetzt überlegen Sie mal, Sie würden nach Mitteldeutschland, hier nach Leipzig, Halle, 3.000 junge Forscher bringen und 2 Milliarden investieren, dann würden Sie sich wundern, wie viele Firmen plötzlich hierher kämen, weil sie die Technologie und die Wissenschaft brauchen. Und meine Frage ist, warum macht man da nicht mal etwas wirklich für den Osten? Frau Pieper, ich denke, in dem Punkt sind wir uns dann sogar mal einig, das können wir auch nicht stehen lassen, so mit den 10 Milliarden, weil... Ja, Herr Schlauch, weil Sie zwei Dinge nicht erwähnen. Das meiste Geld davon geht natürlich für bundesgesetzlich geregelte Ansprüche drauf, wenn Sie so wollen, in den Konsumbereich von Sozialhilfe bis und eben nicht in Investitionen. Das können sich die Kommunen und die ostdeutschen Länder gar nicht leisten. Und das Zweite ist, dass auch relativ viel Geld wieder in den Westen fließt, weil viele Aufträge in die alten Bundesländer gehen.
Dagegen ist ja auch erstmal gar nichts zu sagen. Mein Problem ist, dass dadurch hier in den neuen Bundesländern eben trotz all dieser Maßnahmen bisher keine wirklich neuen, also, dauerhaften Arbeitsplätze entstanden sind. Wollen Sie und höhere deshalb sage Transferleistung? Wollen Sie höhere Transferleistung? Nein, deshalb sage ich, wir brauchen die richtigen Weichenstellungen. Richtig. Wir müssen zum Beispiel, damals haben wir um die industriellen Kerne gekämpft, die sind jetzt zum Teil weg. Jetzt müssen wir eben Wissenschaft, Forschung, übrigens auch Kultur und diese Bereiche fördern, damit drumherum sich kleine und mittelständische Unternehmen dauerhaft bewegen können. Das ist über Dachdeckerleistung allein nicht zu lösen. Das wissen wir inzwischen. Und da wird einfach zu wenig gemacht. Das ist zumindest meine Sorge. Wie sieht die FDP das, Frau Pieper? Wie sehen Sie das? Ja, ich wie viele ja Forschungsinvestitionen kommen nach Ostdeutschland, wenn die FDP was die zu FDP sagen hat? Die FDP hat sich ganz klar für den Standort Neutronenspallationsquelle in Mitteldeutschland ausgesprochen. Ich glaube, dass das eine richtige Weichenstellung wäre. Es reicht nicht aus. Wir müssen mehr in Forschung und Wissenschaft investieren. Das haben wir hier schon festgestellt. Ich darf noch mal daran erinnern, dass die Bundesregierung gerade bei den außeruniversitären Forschungseinrichtungen, auch bei der Leibniz-Gemeinschaft, 80 Institute, 40 davon in den neuen Bundesländern, wieder kürzt. Da ist eine Steigerung von rund 3% vorgesehen gewesen. In diesem Haushalt wird wieder nicht gemacht. So können diese Institute auf Dauer auch nicht arbeiten und werden auch nicht hervorragendes Wissenschaftspotenzial haben. Also, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr Geld. So, und jetzt frage ich Sie, wollen Sie weiterhin das, was Sie sozusagen uns zurückgelassen haben, wollen Sie wieder in den Schuldenkurs einsteigen? Nein. Wollen Sie sozusagen weiterhin die nachfolgenden Generationen mit höheren Schulden belasten? Vorhin bei der Flut, bei den Flutschäden haben Sie auch auf Schuldenmachen plädiert. Da kann ich nur sagen, das halte ich für nicht seriös. Sie hören mir nicht zu. Sie haben mir selber vorhin, Sie haben selber vorhin gesagt, es ist weniger zu verteilen. Sie hören mir nicht und zu, da Herr würde Schlau. Ich dann gerne wissen, wo Sie dann sparen wollen. Ich habe nicht von also einer höheren Verschuldung jetzt, gesprochen, einigt euch jetzt, sondern von Subventionsabbau. Ich sehe halt nicht ein, dass wir mehr Geld in die Steinkohle stecken als in die Ausbildung junger Menschen. Das muss sich ändern Einig in Deutschland. Steckt das Geld in das die jungen sind Zukunftsinvestitionen. Steckt das Geld in die jungen Menschen. Aber jetzt haben wir eine klare Sache. Die Forschung bleibt offen. Und deshalb gibt es sicher eine zweite Regierungserklärung in den nächsten Monaten. Da wird die Forschungspolitik im Osten festgelegt. Das ist und schon das in der zweite, Erklärung und im Übrigen gesagt sind wir, worden. Ja, jetzt fassen wir mal auf, was sagt also der Kanzler zum Mittelstand. Hören wir doch mal, was der Kanzler zum Mittelstand sagt. Denn der schafft die Arbeitsplätze. Wenn es nicht in die Forschung kommt und nicht über die öffentliche Hand kommt, dann muss es über den Mittelstand kommen, weil die Großen nicht da sind im Osten. Und jetzt fragen wir uns mal, was sagt der Kanzler zur neuen Mittelstandspolitik, Ihr Ressort? Dieses Programm, ich bin dessen sicher, sorgt vor allen Dingen für Arbeit in der Bauwirtschaft und im Handwerk. Es kommt unmittelbar den Bürgerinnen und Bürgern zugute und denen, den kleinen und mittelständischen Betrieben arbeiten. Ja, das war's. Nee. Also Herr Späth. Das läuft. Also Herr Späth. Also Sie wissen genau, Herr Späth. Sie wissen genau, dass mein Minister Clement und unser Haus die Mittelstandsoffensive entwickelt hat, die aus verschiedenen Punkten besteht. Erstens, wir machen diesen sogenannten Small Business Act, der, glaube ich, gerade für Leute, die sich selbstständig machen und die dabei sind, sich selbstständig zu machen. Die machen 2 Jahre keine Steuererklärung. Richtig? Nee, sagen nicht Sie mal 2 Jahre, nein, überhaupt nicht. Überhaupt keine Steuererklärung? Nein. Das ist neu. Bis zu einer Umsatzhöhe von 35.000 Euro pro Jahr. Pro Jahr? Pro Jahr. Arme Unternehmer. Aha, also sagen Sie mir mal einen Unternehmer mit 3 Leuten, der mit 75.000 also Umsatz hat. Gib den mal bei den Grünen. Also lieber Herr Späth. Gib mal bei den Grünen. Lieber Herr Späth, ich weiß nicht, ob Sie haben... Sie sind groß eingestiegen. Ich kenne viele Kleine, die angefangen haben, beispielsweise neben einer Beschäftigung her, sich selbstständig zu machen. Nebenerwerbsleute. Nein, sich selbstständig zu machen und dann 35.000 Euro mit einer Dienstleistung, keine Kosten, pauschal können Sie, ja. Das ist die IHG. Nein, das ist nicht die IHG. Die IHG hat eine Obergrenze von 25.000 Euro. Also für mich hat ein Mittelständler 3 Leute im Schnitt, Minimum 5 bis 3 bis 5. Aber nicht, wenn er anfängt, Herr Späth. Also gut, nicht, wenn er anfängt. Er soll doch ein paar Jahre steuerfrei bleiben.
Also geht es um Existenzgründerinnen und Existenzgründer. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, dass der Leute anreizt und motiviert, in die Selbstständigkeit zu gehen, mit modernen Dienstleistungen, mit was auch immer. 35.000 Euro, wenn er darüber geht, dann kommt sozusagen das normale System zur Geltung. Er nimmt nicht teil an der Umsatzsteuer, er muss keine Buchführung machen, er kann 50% seiner Kosten pauschal geltend machen. Da kann ich nur sagen. Gut, also das ist gut so. 50% sind 17.000, das heißt, er hat einen besseren Sozialhilfesatz als Ergebnis. Na. Und verdient 50%. Und verdient 50%. Sie können alles lächerlich machen. Nee, aber der verdient das doch führt nicht 50%. Uns aber nicht weiter. Ich komme zum zweiten Punkt. Ich glaube, wo die Politik sehr wenig Einfluss hat, ein großes Problem des Mittelstandes sind die Banken und ist die Frage der Finanzierung. Richtig. So, an dem Punkt ist die Politik relativ einflusslos. Was machen wir? Wir machen trotzdem was. Ich kann mich erinnern, als ich 1975 Anwalt geworden bin, da ist der Bankdirektor gekommen, ohne dass ich einen Antrag gestellt habe und hat gesagt, 3 Monatsumsätze, Konto, Kontokorrentkredit, ohne Sicherheit, ohne gar nichts und wenn Sie Schreibmaschinen und Büromaterial brauchen, noch zusätzlich sozusagen festen Kredit. Heute kriegen Sie diesen Kredit nicht mehr. Heute werden existierende Betriebe im Kontokorrentkredit, wenn ein bisschen der Umsatz runtergeht, von heute auf morgen gekündigt. Deshalb haben wir gesagt, wir fusionieren die beiden Banken. Wir machen neue Kreditbedingungen. Wir machen eine Margenerhöhung für die Hausbanken, Haftungsfreistellung höhere. Das heißt, dass es wieder interessant ist, auch für die Hausbanken, Mittelständler und auch Existenzgründer zu finanzieren. Was ist dagegen zu sagen? Ja, Frau Pieper, das Problem ist, dass es sehr viele Hausbanken gibt, die selbst bei einer vollen Bundesbürgschaft die Kredite nicht mehr ausreichen, weil sie sagen, es rechnet sich für sie trotzdem nicht bei kleineren Krediten. Unser Problem sind ja nicht große Kredite für Großunternehmen, sondern kleine Kredite für kleine Unternehmen. Und das kriegen wir damit leider nicht im Griff. Gibt es dazu Vorschläge, wie wir die Banken dazu bringen, dass sie wieder ihre eigentliche Tätigkeit verrichten, nämlich Wirtschaft zu kreditieren, auch die kleinere und mittlere Wirtschaft zu kreditieren? Also ich beantworte diese Frage sofort. Ich wollte erstmal grundsätzlich sagen, Herr Schlauch, schaffen Sie das Scheinselbstständigkeitsgesetz ab und Sie kriegen wieder mehr Existenzgründung in diesem Land. Weil ist doch abgeschafft. Das stimmt doch gar nicht. Sie kriminalisieren doch jeden Existenzgründer und Selbstständigen von Anfang an zum Scheinselbstständigen, bloß weil er keine 2 Beschäftigten haben Sie Anfang des Jahres nicht mitgekriegt, dass wir das Scheinselbstständigen mal was sagen? Ich habe Sie auch ausreden lassen. Bürokratieabbau ist für mich das wichtigste Thema für den Mittelstand, auch im Zusammenhang übrigens mit dem Antragsverfahren gegenüber Banken, wenn ich das mal sagen darf. Wir haben hier einen Förderdschungel, einen Dschungel von Förderprogrammen, da blickt ja schon keiner mehr durch. Das hilft ja auch dem kleinen Mittelstand nicht mehr. Ich würde mir wünschen, dass die 30 Milliarden Euro Belastung für den kleinen Mittelstand und das Handwerk durch Bürokratie, durch den Staat, dass das endlich aufhört. Wenn mir die Unternehmer sagen, wenn ich in den Unternehmen bin, wir sitzen manchmal 2/3 unserer Zeit ab, indem wir nur Statistiken fürs Arbeitsrecht oder Sozialrecht ab. Ja, genau, so ist es, führen müssen und können unsere eigentlichen Unternehmertätigkeit, Akquisition von Aufträgen gar nicht nachgehen. Allein die Bürokratie, der Bürokratieabbau würde wesentlich dazu beitragen, dass der Mittelstand wieder vorankommt. Banken, da hat die FDP ein Konzept vorgeschlagen für eine Mittelstandsbank in Deutschland. Wir wollen das Antragsverfahren insbesondere auch für die kleinen mittelständischen Firmen, für die Existenzgründer vereinfachen. Das darf dann nicht mehr seitenweise absolviert werden, sondern ein einfaches Antragsverfahren zu machen. Das wäre wichtig. Und vielleicht noch mal mein Punkt, den ich am Anfang gebracht habe. Es geht ja um die Liquidität auch von kleinen Firmen. Und wenn der Staat immer mehr Steuern und Abgaben den Unternehmern und Bürgern abverlangt, Stichwort Ökosteuer, dann sind natürlich Firmen immer weniger liquide. Vielleicht fangen wir mal da an. Da hat nämlich die Politik und die Bundesregierung auch die Zuständigkeit. Darf ich das um einen anderen Vorschlag von Frau Pieper ergänzen? Frau Pieper hat vorhin gesagt, man fordere die steuerliche Gleichstellung, sage ich jetzt mal, von Aktiengesellschaften und Personenunternehmen und auch GmbHs nehme ich an.
Das wäre doch interessant, denn Ihre Steuerreform war natürlich eine schwere Begünstigung der Aktiengesellschaft und damit der großen und genau nicht der Personengesellschaften und damit eben nicht der kleinen und mittelständischen Unternehmen und der Handwerker. Das ist ja eine Schieflage, die übrigens mit zur finanziellen desolaten Situation des Bundes geführt hat, weil die Körperschaftsteuer fast vollständig ausgefallen ist, sogar noch zurückgezahlt werden musste. Wollen Sie da nicht ein bisschen mehr Gerechtigkeit zwischen den Unternehmen herstellen? Also Sie wissen, Herr Gysi, dass sowohl 1.1.2004 und 1.1.2005 weitere Steuersenkungen, und zwar relevanter Art, in Kraft treten. Natürlich, also das sage ich jetzt mal hier nicht nur als Mitglied der Regierung, sondern auch als Grüner, natürlich hätten wir Grünen uns beispielsweise gewünscht, dass man diese beiden Stufen zusammenzieht und vielleicht auf einen Schlag 2004 Gültigkeit werden lässt. Da sind wir nicht durchgedrungen damit. Möglicherweise kann man darüber immer auch noch mal reden, da wir sind ja am Anfang des Jahres. Aber klar ist, dass wir sozusagen diese Gleichbehandlung jedenfalls Schritt für Schritt nachvollziehen. Und Sie wissen ganz genau, und auf der anderen Seite haben Sie ja das vorhin sozusagen als Kritik eingeführt, wir haben den Spitzensteuersatz gesenkt und wir werden ihn weiter senken. Also Sie können jetzt nicht auf der einen Seite sagen, es gibt eine Ungleichbehandlung zwischen Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften und auf der anderen Seite sagen Sie, aber um Gottes Willen, warum habt ihr den Spitzensteuersatz? Da müssen Sie sich entscheiden. Da haben Sie ihn jetzt erwischt. Da haben Sie ihn jetzt erwischt. Nicht? Haben Sie mich überhaupt nicht erwischt, weil ich ja die Körperschaftsteuer im Unterschied zu Ihnen nicht schon gar nicht so gesenkt hätte, wie Sie das gemacht haben. Ja, wenn die Großen, die Versicherungen, die Banken etc. bei uns praktisch alle gar keine Steuern mehr bezahlen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass die Staatseinnahmen auch nicht mehr stehen. Wissen Sie, wie es in der Bankenlandschaft zurzeit aussieht? Zurzeit, ja? Aber auch in besseren Zeiten haben sie schon nicht gezahlt. Aber es gibt einen Wirtschaftsminister in Sachsen. Es gibt einen Wirtschaftsminister in Sachsen, der hat auch einen Vorschlag gemacht, wie wir die Probleme lösen können. Vielleicht hören wir uns den mal kurz an. Wir Sachsen brauchen Freiräume, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Wir haben Umfragen, selbst von der Bundesregierung, die zeigen, wenn wir mehr Freiräume schaffen, gibt es mehr Arbeitsplätze. Geben Sie uns die Freiheit, das umzusetzen. Wir werden zeigen, wir schaffen mehr Arbeitsplätze. Was macht ihr mit dem freien Sachsen? Ja, Sachsen will frei werden. Mir war immer bisher geläufig, dass es schon Freistaat Sachsen heißt. Also was ich mir nicht vorstellen kann, und da hat er ja schon eine glatte Abfuhr auch von seiner eigenen Partei, der CDU, bekommen, dass wir irgendwie Flecken in unserem Land haben, wo beispielsweise materiell rechtlich ein völlig anderes Gesetz gilt als 10 Kilometer dann über der Landesgrenze. Also wenn wir uns das noch leisten, also ich glaub, dann muss es uns arg gut gehen. Und deshalb kann ich nur sagen, und das wird von unserer Seite aus diskutiert, wir können uns durchaus unterhalten über Freiräume bei der Frage Verfahrensrecht, Beschleunigung von Verfahrensrecht, Entbürokratisierung etc. Aber materiell rechtlich... Modellregionen schaffen, zum Beispiel die neuen Bundesländer zu Modellregionen für Bürokratieabbau zu machen. Das hat ja Sachsen-Anhalt auch vorgeschlagen. Das haben Sie auch gemacht. Nur im Landesrecht. Nicht im Landesrecht, also, eben. Aber immerhin. Also Herr Gysi, sage ich ja. Aber Sie unterstützen ich glaube, ja wir sollten auch das aufhören, nicht mit dem Zeigefinger jeweils auf die andere Ebene zu zeigen. Lassen Sie mich nur noch mal zusammenfassen. Also das mit dem Bürokratieabbau, da glaube ich jetzt dran, dass das irgendwie passiert. Entweder auf Länderebene oder auf Bund, Länder- und Gemeindeebene. Meine Frage ist eine andere. Wenn Sie, ich muss noch mal zu dem Mittelstand zurückkommen, denn viele Leute, die Mittelständler sind mit 2, 3 Mitarbeitern, die wollen jetzt wissen, was ist denn das Konzept? Und da muss ich nochmal nachhaken. Erster Punkt ist, wenn ein Mittelständler, der 35.000 Euro Umsatz hat und davon 17.500 Mark Gewinn haben soll, den kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn der 100.000 Euro Gewinn hat, dann kommt es nämlich ganz schnell zu dem Grundproblem, wenn der nicht so viel Geld verdient nach Steuern, dass er seine Entwicklung finanzieren kann als Unternehmer. Dann muss er vom Staat eine Bürgschaft kriegen, dann muss er einen Haufen Gebühren und Bürokratie zahlen und am Schluss haben alle Mittelständler eine Staatsbürgschaft, dann gehen sie um, dann muss die Staatsbürgschaft
gebracht werden. Und wenn der Staat gleich die Steuererleichterung brächte, bräuchte er nachher nicht mit Bürgschaften den Mittelstand finanzieren. Ich glaube, darüber müssen wir nachdenken, wenn wir eine freie Gesellschaft mit neuen Unternehmern haben. Europa hat das ja sogar zugelassen. Europa hat ja sogar zugelassen, dass es Modellregionen geben kann, wo der Halbwerte oder nur der halbe Mehrwertsteuersatz genommen werden kann. Zum Beispiel fürs Handwerk, für den Dienstleistungsbereich gibt es ja in Frankreich. Hätte man ja zum Beispiel auch Modellregionen in Deutschland vorschlagen können, ist ja auch nicht gemacht worden. Also das wäre auch ein Weg gewesen. Ich glaube, dass diese Probleme uns auch weiter sehr intensiv beschäftigen werden. Die Menschen beschäftigt gegenwärtig auch noch sehr stark ein anderes Problem. Sie wissen das, heute waren wieder 20.000 hier in Leipzig auf der Straße. Wir schauen uns mal kurz die Bilder an. Ja, diese Menschen bringen auch heute noch zum Ausdruck, dass sie auf gar keinen Fall wollen, dass es zu einem Krieg gegen den Irak kommt. Herr Schlauch, sehen Sie noch Chancen, ihn zu verhindern, oder müssen wir uns damit abfinden, dass er kommen wird? Ich glaube, es konnte nachvollzogen werden, dass die Bundesregierung alles getan hat, was in ihrer Möglichkeit besteht, um da ein Gegengewicht aufzubauen. Bislang leider vergeblich. Ich glaube, dass die Chancen schwinden. Und wenn jetzt heute gesagt wird, dass Präsident Bush eine Ansage macht, gehe ich davon aus, dass das eine Kriegsansage ist. Deshalb halte ich die ganz realistisch. Obwohl ich damit nicht einverstanden bin, halte ich die Chancen für nahezu aussichtslos, da diesen Krieg, diesen sinnlosen Krieg noch zu verhindern. Frau Pieper, wäre es nicht auch von der Opposition, also auch von der FDP, richtig gewesen, in dieser Frage die Bundesregierung zu unterstützen und zu sagen, außenpolitisch treten wir gemeinsam auf gegen diesen Krieg, statt die Bundesregierung immer wieder über irgendwelche Formfragen in dieser Hinsicht zu kritisieren? Herr Gysi, dann hätten wir die Bundesregierung in einem falschen Weg unterstützen müssen. Die Bundesregierung hat von Anfang an einen deutschen Sonderweg gewollt und ist den gegangen und hat dadurch von Anfang an die gemeinsame europäische Haltung kaputt gespielt. Europa war nicht stark genug, auch gegenüber den Vereinigten Staaten, um eine gemeinsame Position zu vertreten. Ich sage ganz deutlich für die FDP, mich bedrückt die Situation sehr. Wir werden wahrscheinlich, so sieht es jetzt aus, einen Krieg im Irak bekommen. Die Freien Demokraten wissen, dass das Gewaltmonopol den Vereinten Nationen zu gehören hat, dass man Völkerrecht nicht brechen sollte. Es darf und sollte keinen Krieg ohne Mandat der Vereinten Nationen geben. Deswegen lehnen wir einen Krieg ohne UN-Mandat ab, das sage ich ganz deutlich. Aber ich bedauere, dass die Bundesregierung hier von Anfang an nicht die Gemeinsamkeiten in Europa gesucht hat, das hätten wir gerne unterstützt, aber dieses gemeinsame Ziel wäre doch wichtiger gewesen. Europa gespalten hat in dieser Frage. Aber dieses gemeinsame Ziel wäre doch wichtiger gewesen. Und die Bundesregierung steht doch nicht allein. Die meisten Völker Europas, oder ich glaube alle Völker Europas in großer Mehrheit, finden diesen Krieg falsch. Viele Völker auf der Welt. Also von einem deutschen Sonderweg kann doch in Wirklichkeit keine Regel sein. Aber ich glaube, bevor wir die Schuldzuweisungen hier veranstalten, sollen wir darüber nachdenken, dass der Krieg noch nicht angefangen hat, aber zum ersten Mal in der Nachkriegszeit die Europäer auseinandergefallen sind. Und zum ersten Mal war europäische Außenpolitik gefragt. Richtig. Und das Bild ist verheerend. Und ich glaube, wir werden nach diesem Krieg so oder so viel flicken müssen in Europa. Aber das können wir heute Abend nicht mehr lösen. Unsere Zeit ist um, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie haben wenigstens vertiefte Eindrücke bekommen. Die Problemlösungen des Wirtschaftswunderlandes haben wir nicht geschafft. Der Kanzler auch nicht, aber wir werden uns gemeinsam mit und ohne ihn bemühen, voranzukommen. Und ich darf Ihnen sagen, wir treffen uns am 14. April hier wieder in neuer Besetzung mit neuen Themen. Herzlich willkommen im April und vielen Dank. Wir beide bleiben in der Aufteilung. Sie links schwarz und ich rechts rot. Guten Abend.